Ja, das ist ein Foto, das ich vor circa 3 Wochen im Montafon auf der Silfreda gemacht habe. Und ja, auf den ersten Blick schaut es so aus, als ob ich es wirklich so fotografiert hätte. Allerdings, wie man schon gesehen hat, bin ich in Photoshop. Und zwar in der neuen Oktober-Update 2021. Und hier gibt es mittlerweile auch ein Himmel-Ersetzen-Tool, so wie in Luminar 4.3. Und wobei dieses Himmel-Ersetzen-Tool hier in Photoshop 2021 um einiges besser als das in Luminar 4 ist. Ja, also hier ist das, ich drücke hier mit Alt. Kann ich hier sämtliche Ebenen ausblenden. Und wir sehen das Bild, wie ich es ursprünglich fotografiert habe. Und mit einem weiteren Klick dann das bearbeitete Bild. Ja, ich gehe hier nochmal raus. Und lade mir dieses Bild noch wieder neu. Ja, wie schon gesagt, Adobe Photoshop 2021 mit Steuerung J, oder am Mac Control und J dupliziere ich mir das Bild. Und wie schon erwähnt, ist in Photoshop 2021 nun auch unter Bearbeiten Himmel austauschen. Da geht nur ein neues Fenster auf und hier sind dann verschiedene Himmel bereits drinnen und es gibt aber auch, wo man eigentlich die Funktion, wo man dann eigene Himmel dazuladen kann und diese hier einfügen. Ja, wie schon bereits vorhin erwähnt, finde ich zumindest das Himmel austauschen Funktion, die es hier in Photoshop 2021 gibt, um einiges besser als in Luminar 4.0 oder 4.3, die aktuelle Version. Denn Photoshop, wie wir gleich sehen werden, macht alle Änderungen, die er am Himmel vornimmt, auf eine extra Ebene und diese extra Ebene kann ich dann auch wieder bearbeiten. Aber schauen wir es uns zunächst einmal an. Also ich habe hier unter Bearbeiten Himmel austauschen angewählt und es geht dieses Fenster auf. Und zumindest der zuletzt verwendete Himmel bleibt drinnen. Und da wird dann hier automatisch im Bild angewandt. Ja, ich habe dann hier mehrere Möglichkeiten, diesen Himmel dann auch anzupassen, Kante verschieben oder hier Himmel korrigieren. Standardmäßig ist das eigentlich eingeklappt. Oder stimmt das? Ja. Und wenn ich auf Himmel korrigieren gehe, kann ich hier die Helligkeit anpassen. Heller oder dunkler. Dunkler.
um diesen neuen Himmel eben auf das Bild anzupassen, anzugleichen, kann hier auch die Bildstimmung, die Farbstimmung bei Temperatur auf das Bild anpassen. Ich habe hier auch die Möglichkeit, die Größe anzupassen. Dann habe ich eine weitere Möglichkeit. Ich kann mir diesen Himmel auch spiegeln, damit die Lichtwerte oder die Lichtstimmung auf das Bild auch den schlussendlich passt. Ja, und der Vordergrund. Hier nochmal rückgängig und der Vordergrund korrigieren kann ich den Verrechnungsmodi in entweder Modi multiplizieren oder negativ multiplizieren setzen und die Farbwerte und die Lichtwerte auf das Bild zusätzlich anpassen, damit es auch stimmig mit dem Ursprungsbild ist. Also auch diese Möglichkeiten habe ich hier. Und in Ausgabe kann ich das Ganze auf eine extra Ebene setzen oder Ebene duplizieren. Und wie man hier sieht, ich später noch darauf ein, er setzt jede Änderung, die wir hier gemacht haben, auf eine extra Ebene. Und diese extra Ebene, die kann ich dann zusätzlich noch bearbeiten. Ja, ich habe hier das Handwerkzeug und das Lupenwerkzeug zusätzlich zur Verfügung und Verschiebewerkzeug. Kann hier mit der Vorschau arbeiten oder ohne. Ja, und hier hat Adobe bereits einige Himmel standardmäßig hinein gemacht. Die müssten eigentlich alle von Adobe Stock sein, denke ich, glaube ich, müsste eigentlich so sein. Ja, ich kann hier unter diesem einen eigenen Ordner anlegen, wenn ich eigene Fotos hinein tue, eigene Himmel. Ja, und hier kann ich dann meine eigenen Himmel hineinladen. Habe ich hier jetzt keinen, aber nur, dass man es gesehen hat. Ich könnte dann hier sagen, okay, den möchte ich reinladen. Und ich könnte dann hier nur einen Namen geben, Himmel dramatisch oder was auch immer. Kann die natürlich auch löschen. Und hier oben sind diese Himmel auch schon unterteilt in Blue Sky, Sonnenuntergänge und spektakulär. Also diese drei Möglichkeiten sind bereits fix vorgegeben. Ja, und dieses Himmel austauschen Fenster Tool ist einer der neuen. Wie nennt sich das?
AI-Filter, also künstliche Intelligenz-Filter, und die werden ständig von Adobe weiter verbessert, bearbeitet. Und man kann sich das auch unter zwar Technologie vorschauen. Einstellen, dass man da immer über die aktuellen, immer die aktuellen Verbesserungen informiert wird und die automatisch hinzugeladen werden. Ja, und wie schon gesagt, also Photoshop wendet dann jede Veränderung auf eine extra Ebene, und ich kann diese Ebene dann auch, wenn ich nicht mehr im Fenster bin, bearbeiten. Kann mir die Farbwerte zusätzlich hier auf der extra Ebene bearbeiten. Und ja, das ist schon genial gelöst von Adobe. Und das sind Möglichkeiten, die man in Luminar nicht hat. Und ja, das war also mein Videobeitrag zum Himmel austauschen in Photoshop 2021. Und in diesem Zusammenhang gibt es noch ein weiteres Tool, das zu diesem beziehungsweise ich steige hier noch einmal ganz aus. Ein weiteres Tool, das in diesem Zusammenhang von Adobe 20 oder von Photoshop 2021 Erneuerung, die mit dem Himmel zu tun hat, und zwar ist es der Himmelauswahl-Dialog. Das ist vom Prinzip her dasselbe wie das Motivauswahl, nur eben wird dann schlussendlich unter Auswahl Himmelauswahl der Himmel ausgewählt. Und auch das hier ist einer dieser neuen AI, also künstliche Intelligenz, Filter, die mit Adobe oder über Adobe Sensei die künstliche Intelligenz funktioniert. Und wenn das Ganze maskiert ist, blende mir die Unterebene aus, dann sieht man, ja, der macht es also recht gut. Ganz, weil es gibt vielleicht zwei, drei Stellen, die das hängt schlussendlich auch von der, vom Bild ab, wo man dann vielleicht zwei, drei Stellen noch nachbearbeiten muss, aber das ist ja kein Problem. Aber Himmelauswahlfunktion oder Auswahl befindet sich direkt unter dem Motivauswahl, das Himmelauswahlwerkzeug, und wählt diesen Himmel dann schlussendlich aus. Und am
Das wird eben von mit Adobe Sensei möglich. Es funktioniert natürlich auch mit einem anderen Himmel, nehme hier noch den weiteren Himmel hinzu. Ja, das ist ein Foto von Dolomiten. Steuerung J oder Command J, duplizier ich mir die Ebene wieder auf Auswahl und Himmelauswahl. Und hier sieht man gerade, wie die Sonne hier direkt hier überstrahlt, aber die Berge auch noch im Hintergrund. Aber man müsste das auch hier direkt an den Kanten treffen, glaube ich. Bin mir zwar nicht ganz sicher, ob er das so macht, aber ich glaube doch. Ich habe es an dem Bild eigentlich noch gar nicht ausprobiert, darum weiß ich es nicht, aber ich glaube, er müsste die Kanten treffen. Ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Und ja, also man sieht hier die Überstrahlung, die müsste man halt nachbearbeiten und auch dann könnte man wieder einen Himmel einbauen. Auswahl, Himmel Auswahl wählen. Ja, dauert hier einen Augenblick. Und kann hier direkt auswählen und maskieren gehen. Das Ganze auch noch abrunden, erweitern, weiche Kante. Das kennen wir alles vom Motivauswahl. Es gibt dann hier mittlerweile auch diese inhaltsbasierte Füllung, die er vornimmt. Kann mir das Ganze dann auch hin, die ganzen Überlagerungen, wie man es aus der Motivauswahl kennen bereits anzeigen lassen. Habe auch hier die Möglichkeit, das Ganze noch zu verfeinern. Das kennen wir aus der Motivauswahl noch, ja. Also, das waren, oder das ist hier mein Beitrag zum Himmel austauschen und Himmelauswahl Funktion, die in Photoshop 2021 neu hinzugekommen sind. Ja, Bild ist eine ganze super Sache und wie gesagt, von Adobe gibt es hier die Info, dass diese künstlichen Intelligenzfilter von Adobe Sensei laufend weiterentwickelt werden. Also es empfiehlt sich dann auch immer, die Updates zu machen, da die Filter dann schlussendlich auch immer verbessert werden. Danke fürs Zusehen und bis zu einem nächsten Video.